viele Pflanzen in deiner Wohnung haben kannst, obwohl du keinen grünen Daumen hast? Das habe ich mich sehr, sehr lange gefragt, denn ich persönlich habe keinen grünen Daumen. Okay, es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verbessert, aber was ich genau dazugelernt habe und welche Pflanzen ich mir so angeschafft habe, die für einen nicht grünen Daumen gut geeignet sind, das erzähle ich euch heute. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freiheitsliebe. Wenn euch solche Videos oder auch Videos zu Themen Slow Living oder Business interessieren, dann drückt jetzt auf jeden Fall auf den Abonnieren-Button, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann können wir auch schön loslegen mit dem Video. Ja, früher wollte ich immer super gerne viele Pflanzen haben. Also ich habe große Pflanzen und ich habe kleine Pflanzen. Ich habe irgendwie alles Mögliche an Pflanzen, also diese hier zum Beispiel. Das ist meine größte Pflanze. Die ist, ja, also ich bin 1,70 und die ist mal, keine Ahnung, wie viel höher, also wesentlich höher als die Tür. Und die habe ich schon einige Jahre. Ich habe aber auch schon so viele Pflanzen gehabt, die ich mir zugelegt habe und die ich irgendwann leider wieder in die Tonne schmeißen musste, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe, die vernünftig zu gießen. Das erste, was ich oft falsch gemacht habe, das war, dass ich die Wassermenge nicht richtig eingeschätzt habe. Ich habe oft, sehr, sehr oft, die Blumen entweder vertrocknen lassen, dann habe ich aber auch meistens eine längere Zeit nicht gegossen oder hatte die Pflanzen, die sich nicht für so jemanden eignen wie mich, dazu komme ich aber gleich, oder ich habe die Pflanzen wirklich ertränkt. Ja, das ist wirklich sehr oft vorgekommen, dass ich die Pflanzen ertränkt habe, denn vor allen Dingen, wenn es mir gerade mal wieder passiert ist, dass ich eine Pflanze zu wenig gegossen habe, dann habe ich es danach extrem gut gemeint. Habe gedacht, na komm, jetzt kriege ich die einfach ein bisschen mehr Wasser. Dann hält die das bestimmt länger durch, falls ich es wieder vergesse. Ja, aber das ist oftmals ein Fehler, denn wenn wir zu viel Wasser in den Bottich reingeben, dann fängt das Ganze auch irgendwann gerne mal an zu muffen und zu schimmeln und sowas. Manchmal sieht man das von oben auch gar nicht richtig, aber wenn die Pflanze wirklich über Tage im Wasser steht, kann die das überhaupt nicht haben. Und da ist es meistens egal, was das für eine Pflanze ist. Das können fast keine Pflanzen haben. Das habe ich erstmal so für mich gelernt, irgendwann so ein bisschen einzuschätzen, wie viel Wasser jede Pflanze braucht. Dann ist es aber auch sehr, sehr wichtig, welche Pflanzen wir uns holen. Da kann ich euch die zum Beispiel zeigen. Das ist jetzt, glaube ich, die neueste Pflanze, die ich mir vor kurzem geholt habe. Das ist nämlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn diese Pflanze hat wirklich sehr, sehr, sehr dicke Blätter. Das könnt ihr hier sehr schön erkennen. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie diese Pflanze heißt. Wir können sie gerne Eva nennen, deswegen wisst ihr trotzdem noch nicht, wie ihr euch die kaufen könnt, beziehungsweise wo ihr euch die kaufen könnt. Aber wenn ihr einfach mal dickblattige Pflanzen bei Google zum Beispiel eingebt, dann werdet ihr wundervolle Beiträge finden mit Pflanzen über Pflanzen mit allen möglichen Bezeichnungen und Namen, die ihr natürlich irgendwie online bestellen könnt oder irgendwie bei eurem Pflanzendealer eurer Wahl. Und was ich euch aber sehr empfehlen kann, ist zum Beispiel Secondhand zu kaufen. Denn ich weiß, dass die Pflanzenproduktion sozusagen nicht immer die nachhaltigste ist. Es ist nicht immer das Beste für die Umwelt und so wie die Pflanzen hochgezogen werden, gerade auch so Discounter und sowas. Mache ich auch manchmal, dass ich mir da eine schöne Blume mitnehme, aber ich gucke sehr, sehr viel, zum Beispiel auch über Kleinanzeigen, dass ich mir Pflanzen wirklich gebraucht kaufe. Da ist zum Beispiel hier diese eine von, die heißt übrigens Vincent, die habe ich mir gebraucht gekauft und es ist ein Ableger von einer ganz, ganz großen Yucca-Palme gewesen und die habe ich mir, ich glaube, für 7 € aus einem Nachbardorf geholt. Und genauso wie zum Beispiel diese hier, der geht im Moment irgendwie nicht ganz so gut, ich weiß nicht genau warum, aber die habe ich mir auch secondhand sozusagen geholt, eine gebrauchte Pflanze, ha, irgendwie witzig. Nein, aber sie hat schon mal einen Vorbesitzer gehabt, die Leute wollten die nicht mehr, die hatten im gleichen Zuge auch noch eine zweite, die steht da vorne zum Beispiel und ja, das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Auch die große hier zum Beispiel, die hat mein Freund irgendwann mal secondhand erworben, also irgendwo hergekriegt. Irgendwann mochte er sie nicht mehr und dann habe ich die einfach übernommen. Genauso wie die ganz große hier zum Beispiel, die ist aber schon Jahre alt, aber die habe ich mir auch nicht irgendwo in einem Kaufhaus oder sonst irgendwo gekauft, sondern die kommt halt auch wirklich von privat.
Das ist wirklich das Beste, wenn ihr euch Pflanzen so besorgt. Und ja, natürlich kann es hilfreich sein zu wissen, wie die Pflanzen heißen. Da muss ich euch enttäuschen, das weiß ich nicht bei allen. Aber das hier zum Beispiel, das ist eine Yucca-Palme. Die eignet sich auch sehr gut, wenn ihr keinen grünen Daumen habt. Die darf nicht überwässert werden, sonst schimmelt die ganz, ganz schnell. Lieber ein bisschen zu trocken als zu nass. Gerade bei diesen ganzen Palmenarten. Das zum Beispiel, das ist eine Drachenpalme, genauso wie die kleinen. Diese hier, das sind auch Drachenpalmen. Auch bei denen gilt, nicht überwässern, lieber ein bisschen zu trocken. Man kann sich so ein bisschen danach richten. Palmen stehen eigentlich immer eher da, wo es trocken und sonnig ist. Genauso sollte der Boden halt auch sein. Also natürlich brauchen die Wasser, aber die brauchen nicht so Massen an Wasser. Und vor allem dürfen die nicht feucht stehen. Ein bisschen anders sieht es da zum Beispiel mit solchen hier aus. Das hier ist eine meiner Lieblingspflanzen. Das ist eine Efeutute, so heißt die. Und die bildet so richtige Ranken. Also die ist jetzt noch nicht so riesig, aber ich hoffe, dass sie die nächste Zeit schneller wächst, weil ich jetzt die Pflanzen begonnen habe, auch zu düngen. Denn ich wusste das früher überhaupt gar nicht. Pflanzen sollte man wirklich düngen, denn ich hatte die, ich glaube, ein Jahr lang und die ist fast gar nicht gewachsen. Und ich habe in so vielen Videos vorher schon gehört, dass die so schnell wachsen und dass das richtig, richtig toll auch ist, um Ableger zu machen und dass die ganze Wohnung so zuwuchern, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich mega gewundert und irgendwann bin ich auf einen Beitrag gestoßen, wo erzählt wurde, dass Pflanzen halt eben nicht nur trinken müssen, sondern auch essen. Und ich denke mir so, essen? Ja, Mineralien, Nährstoffe im Boden. Und wenn die in so einem kleinen Topf drin sind, nee, das ist eine künstliche, wenn die in so einem Topf drin sind, sind natürlich irgendwann die Nährstoffe weg. Ist ja ganz klar. So, irgendwann haben die halt im Prinzip alles aufgegessen und deswegen muss man manchmal wirklich düngen, um wieder Nährstoffe und so in die Blumenerde reinzubekommen. Und ich denke so, okay, früher habe ich mich gewundert, wenn ich mal selten eine Blume umgetopft habe, danach ist die irgendwie grüner geworden, ist besser gewachsen und sowas. Und dann hörte das irgendwann auf und ich denke mir so, warum eigentlich? Jetzt weiß ich. Also auch für euch am besten natürlich Biodünger und ja, deswegen regelmäßig düngen. Steht aber auch auf der Packung drauf. Ich muss sagen, dass ich sie eigentlich jede Woche dünge, aber immer nur so ein ganz klein bisschen ins Wasser mit rein tue, denn so kann ich das auch nicht vergessen zu düngen. Ja, generell die Vergesslichkeit, was das Gießen angeht, habe ich gleich noch wundervolle Tipps für euch. Das habe ich früher nämlich auch, wie gesagt, super oft nicht hinbekommen. Aber generell jetzt erstmal so zur Pflanzenwahl. Auch diese Palme hier zum Beispiel, seht ihr, hat etwas dickere Blätter. Und das eignet sich richtig, richtig gut für Menschen, die eben oft vergessen, ihre Blumen zu gießen, so wie ich früher manchmal. Ja, auch hier zum Beispiel habe ich noch andere Pflanzen stehen. Oh, diese hier. Die habe ich jetzt nicht abgestaubt, aber diese Pflanze zum Beispiel, die hält so unfassbar lange ohne Wasser durch. Also die stand noch wie eine Eins, wenn andere Pflanzen schon lange ihren Kopf hängen gelassen haben und nach Wasser geschrien haben, so wie die hier zum Beispiel. Aber ich glaube, dass die vielleicht mal zu nass gewesen ist oder so. Deswegen ist die vielleicht so ein, dass sie so ein paar braune Blätter hat. Irgendwie geht es im Moment nicht so gut. Oder der Stellplatz hier gefällt ihr nicht. Ich weiß nicht genau. Die steht hier noch nicht so lange. Also das ist halt auch manchmal so eine Sache. Es hilft manchmal, eine Blume einfach an eine andere Stelle zu stellen. Oh, wo ich das gerade sage, das ist übrigens ein super, super Beispiel für eine Pflanze von mir, die einfach scheinbar, ja, eine Charakterpflanze ist. Ein bisschen empfindlich. Die habe ich von meiner Tante gekriegt, weil meine Tante schon sagte, dass diese Pflanze bei ihr überhaupt nicht zufrieden ist. Die hat so wenige Blätter, die hat ab und zu oftmals wirklich viele Blätter abgeworfen und irgendwie wollte die nicht so richtig gedeihen. Und dann hat sie mir die mitgegeben, weil ich halt auch wirklich viele Pflanzen habe und das mittlerweile ganz gut hinbekomme. Sie hat auch viele Pflanzen, aber irgendwie, sie hat schon einige Standorte ausprobiert und irgendwie wollte das nicht so richtig. Tja, und das ist diese junge Dame hier. Ja, ihr seht, sie hat jetzt nicht mehr so extrem viele Blätter und ja, also da sind aber wieder einige, die gerade nachkommen. Das freut mich wirklich sehr. Hier ein so ein riesiges Blatt auch. Na, so kriege ich es am besten drauf. Ein so ein riesiges Blatt. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe diese Blume schon an vielen verschiedenen Standorten stehen gehabt. Und irgendetwas in mir hat gesagt, so, probier doch einfach mal aus, die hier so neben das Sofa zu stellen. So eine blöde Idee. Vielleicht fühlt die sich einfach da hinten nur ein bisschen einsam. Das war so ein blöder Gedanke. Ich denke so, ach ja, witzig, stell die mal hier hin. Vorher hat die immer wieder Blätter abgeworfen, die ist immer und immer mickriger geworden.
Obwohl die auch an einem richtig hellen Platz hinten stand. Also da hatte ich die auch eine ganze Zeit lang stehen. Und da scheint nachmittags auch immer richtig schön die Sonne drauf. Und auch hier an einem anderen Fenster, wo es richtig hell war, also so im Prinzip fast der gleiche Platz, stand sie schon mal. Und irgendwie wollte sie nie so wirklich. Tja, dann habe ich sie hier neben das Sofa gestellt. Und nur wenige Tage danach bildeten sich die ersten neuen Blätter. Und das noch zu der Zeit, wo ich nicht gedüngt habe, muss ich sagen. Also manchmal haben Blumen auch einfach scheinbar ihre Charakterplätze. Ob die sich jetzt wirklich einsam fühlen oder nicht, sei dahingestellt. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, irgendwie seitdem sie hier steht, geht sie auf einmal wunderbar. Also versucht vielleicht einfach mal eure Pflanzen woanders hinzustellen, ihnen einfach irgendwie einen neuen Platz zu geben, wenn es denen einfach nicht so gut geht. Ja, werde ich mit der hier wahrscheinlich auch bald nochmal wieder machen, dass sie irgendwie den Platz wieder wechselt. Vorher stand sie da, wo hier dieser Büschel stand und da ging es ihr, glaube ich, wesentlich besser. Was ich an Blumen zum Beispiel gar nicht mehr kaufe, das sind dünnblattige Blumen und Blumen mit Blüten. Ja, auch wenn Blumen mit Blüten teilweise wirklich sehr, sehr schön sind, haben die aber doch meistens gemeinsam, dass sie sehr oft gegossen werden müssen, regelmäßig, und dass sie auch von der Wassermenge her sehr empfindlich sind. Haben wir wirklich mehr so dickblattige Pflanzen, also ob jetzt ganz, ganz dick oder ja einfach grün und ziemlich robust, sage ich jetzt mal, reicht meistens schon aus. Dann können wir auch nicht ganz so schnell etwas falsch machen mit dem Gießen zum Beispiel. Diese ganzen grünen Pflanzen, die ich habe, die gieße ich einmal die Woche. Ich mache das immer samstags und wie gesagt, benutze ich auch jedes Mal eine ganz kleine Menge Dünger. Seitdem ich das mache, ich glaube vor allen Dingen an meiner Efeutute kann man das am besten sehen. Also jetzt ein bisschen hoch gerankt. So, ich glaube, an ihr kann man das wirklich am besten sehen. So, als ich mit dem Dünger begonnen habe, war die Pflanze mit dem längsten nicht bis zur Heizung. Und ich habe vor, ich glaube, 4 Wochen angefangen zu düngen. Ich habe die Pflanze gekauft, da waren die ersten Ranken ungefähr bis hier. Dann ist sie ein Jahr lang gewachsen, bis hier. Und jetzt ist sie 4 Wochen gewachsen, bis hier. Ja, also es ist wirklich extrem, wenn man auch mit Dünger arbeitet und den Pflanzen einfach mal wirklich viel, viel mehr das gibt, was sie brauchen und das regelmäßig, das hilft auf jeden Fall. Damit ich das nicht vergesse, meine Pflanzen zu gießen, habe ich mir ganz schlicht einen Termin in meinem Kalender, in meinem Google-Kalender gemacht und eine Erinnerung gestellt. Ich habe mir das auf jeden Samstag gemacht, weil ich weiß, samstags bin ich meistens zu Hause, samstags arbeite ich nicht ganz so viel und selbst wenn ich samstags vergesse, kann ich es einfach Sonntag noch machen. Das Schöne ist nämlich, wenn ihr euch eine Erinnerung auf eurem Handy erstellt, beziehungsweise in eurem Google-Kalender und ihr auf dem Handy erinnert werdet, dann bekommt ihr ja oben diese Pop-up-Nachricht in der Benachrichtigungszeile, die ihr runterziehen könnt. Diese Benachrichtigung lasse ich so lange da, bis ich die Pflanzen gegossen habe. Hier seht ihr zum Beispiel so einen Beispiel-Eintrag für morgen. Da sind die Blumen dran. Wir haben jetzt heute Freitag und morgen sind die Blumen dran. Und dann werde ich durch meinen Google-Kalender auf meinem Handy daran erinnert. Dann habe ich früher aber auch oft das Problem gehabt, dass ich irgendwie nicht mehr wusste, habe ich die jetzt eigentlich gegossen oder nicht? Deswegen mache ich noch was. Wenn ich meine Blumen gegossen habe, dann verändere ich diesen Eintrag. Und zwar mache ich dann einfach so kleine Herzchen dahinter. Ein Herzchen, wenn ich sie mit Wasser gegossen habe und 2 Herzchen, wenn ich sie gedüngt habe. Also wirklich mit Dünger gegossen habe. Dann habe ich den Überblick, dann weiß ich ganz genau, wann habe ich die Blumen das letzte Mal gegossen. Und ich schaue wirklich, dass ich die Blumen immer, wirklich immer an dem Wochenende gieße, wenn sie auch wirklich dran sind. Denn so muss ich sagen, habe ich nie mehr das Problem, dass mir irgendwelche Pflanzen eingehen. Ich habe nicht mehr das Problem, dass sie irgendwie vertrocknen oder dass sie überwässern, weil ich auf einmal denke so, oh, du hast so lange nichts gekriegt, du hast jetzt bestimmt mega viel Durst. Und dann gebe ich da Massen an Wasser rein und hinterher geht die Pflanze total ein. Ich habe noch eine sehr interessante Pflanze, bei der ich ganz, ganz lange Zeit gedacht habe, dass sie sich bei mir irgendwie niemals wohlfühlen wird. Die habe ich in der Küche stehen. Ich nehme euch mal eben mit dahin, denn die Orchidee, die ich mal von meiner Tante geschenkt gekriegt habe, und zwar vor ungefähr
anderthalb Jahren hat sich bei mir scheinbar bislang irgendwie nie wohl gefühlt. Die Orchidee, die hat geblüht, als ich sie bekommen habe und nach einiger Zeit irgendwann war sie natürlich verblüht und dann gingen die Blüten ab und so und ich kannte mich mit Orchideen nicht wirklich aus. Ich habe sie immer nur mit so einem Pinneken Wasser, also ganz bisschen gegossen, so wie mir das gesagt wurde, aber irgendwie tat sich nichts. Es wuchs nichts, überhaupt gar nichts. Und jetzt schaut euch die Hübsche mal an. Sie hat zwar immer noch keine neuen Blumen, also Blüten dran. Sie hat jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht geblüht, aber auch jetzt seit den 4 Wochen, seitdem ich sie auch mit dünge, haben sich so viele, also dieses Blatt zum Beispiel, das ist komplett neu. Das ist in den 4 Wochen gekommen. Das ist so riesig, dieses Blatt. Das war einfach nicht da. Das ist wirklich Wahnsinn. Und auch hier bilden sich so viele neue Wurzeln und so. Ich glaube auf jeden Fall, dass es Wurzeln sind. Berichtigt mich bitte, wenn es falsch ist. Aber man sieht, sie wächst so schön. Hier kommt schon wieder ein neues kleines Blatt. Und wie gesagt, also dieses Blatt war definitiv nicht da. Das sah so klein aus vor 4 Wochen ungefähr. Das ist Wahnsinn. Also, wenn ihr ein Problem habt, dass eure Pflanzen nicht wachsen, dann versucht es wirklich einfach mal mit einer Portion Dünger. So ein kleines Problemkind, was ich habe, ist zum Beispiel die hier. Ihr seht es, ich weiß leider nicht, woran es liegt. Es sind immer wieder, dass die Blätter so angegriffen werden. Ich habe sie vor ein paar Wochen umgetopft. Dann ging es ihr schon mal wesentlich besser. Sie hat auch neue Blätter bekommen und so. Und aber sie hat auch irgendwie immer wieder Blätter, die so komisch angegriffen aussehen. Und ich nicht weiß, warum. Aber naja, ich bin halt kein Pflanzenexperte. Sowas passiert halt auch. Aber ich muss auch sagen, seitdem ich sie dünge, kommt auch wesentlich mehr Grün wieder durch. Es geht ihr besser. Die Blätter, die sehen alle schöner aus. Und vorher sah sie noch schrecklicher aus, muss ich sagen, tatsächlich. Hier zum Beispiel haben wir so einen Kandidat, der ist total witzig. Den haben wir vor 2, 2,5 Jahren gekauft. Da sah der einfach aus wie eine Kugel. Etwas spitz nach oben, aber nur etwas. Und in den vergangenen Jahren hat der einfach mal so einen Move gemacht. Es ist so, so witzig und auch ihm geht es wesentlich besser. Seitdem ich ihn regelmäßig nur ein ganz klein bisschen gieße und auch manchmal mit Dünger. Früher, gerade bei so einem Kaktus, den habe ich öfter mal vergessen, habe mir keine Gedanken drum gemacht. Aber manchmal ist mir auch aufgefallen, dass auch der beginnt irgendwann so ein bisschen einzufallen, dass dem nicht ganz so gut geht. Also auch bei Kakteen sollte man gucken, dass man schon regelmäßig, aber halt eben nur ein bisschen düngt. Gießt, meine ich. Ja, diese Pflanze hier, die habt ihr auch in meinem letzten Video schon gesehen, als ich euch mein neues Ordnungssystem und so vorgestellt habe. Ich kann es euch mal verlinken. Das ist auch eine sehr dickblattige Pflanze und ich muss sagen, die habe ich schon seit meiner Jugend. Also die ist schon so alt. Die ist natürlich nicht sehr, sehr groß geworden, weil ich sie früher nicht entsprechend gepflegt habe, weil ich keine Ahnung hatte, was die Pflanze irgendwie braucht. Deswegen ist sie auch so relativ kahl, sage ich mal, mit nur so drei Ästen, die jetzt mittlerweile aber voll riesig geworden sind, auch weil ich jetzt dünge. Ich muss sagen, den Pflanzen tut es allen wirklich unfassbar gut, dass sie ab und zu mal eine Portion Dünger bekommen. Und daran, dass diese Pflanze schon, ich glaube, um die 15 Jahre alt ist, könnt ihr wirklich sehen, dickblattige Pflanzen sind für Menschen ohne grünen Daumen sehr gut gemacht. Also die Pflanze, und ich habe noch eine im Badezimmer, noch so eine gleiche, die halten bei mir schon so lange, obwohl ich leider schon Dutzende von Blumen umgebracht habe. Die hier ist auch so ein ganz witziger Kandidat. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Da steht auch, glaube ich, gar nichts mehr drauf auf dem... Ja, da. Könnt ihr damit was anfangen? Ist das der Name? Ich weiß es gar nicht genau, muss ich zugeben. Ich habe hier noch so ein kleines Zettelchen dran. Die finde ich auch immer so witzig. Auch wenn man die nur ein bisschen gießen soll, steht hier jetzt irgendwie mit so einem kleinen Tropfen als Angabe. Einmal alle 2 Wochen. Nein, definitiv nicht. Also die braucht definitiv mehr Wasser. Also ich habe das Ding noch nie gelesen irgendwie. Sie gieße ich auch jede Woche und sie braucht auch nicht nur so ein bisschen Wasser, denn auch zu diese dickblattigen zum Beispiel, gerade wenn sie viel im Wachstum sind, brauchen sie natürlich auch viel Wasser. Ist ja ganz klar, weil sie müssen ja diese dicken Blätter und sowas alles
irgendwie kreieren. Und gerade die hier zum Beispiel, also die hat teilweise so dicke, was sind das, Äste, Blätter, keine Ahnung, Wucherungen, also so, die sind fast so dick wie mein kleiner Finger. Also da braucht die natürlich auch eine ganze Menge Wasser, wenn sie irgendwie so einen richtigen Wachstumsschub bekommt. Also achtet nicht immer nur auf diese kleinen Schälchen, sondern empfindet einfach, also kriegt einfach mal euer eigenes Gefühl dafür und beginnt lieber mit ein bisschen weniger als zu viel. Natürlich kann man auch dickblattige Pflanzen vergessen, weil man sie vielleicht irgendwo außer Reichweite stehen hat und nicht gießen und total kaputt gehen lassen. Ja, da ist diese junge Dame hier ein gutes Beispiel für. Könnt ihr jetzt gar nicht richtig sehen, weil die so ein bisschen schräg gewachsen ist, aber hier unten sind alle Blätter weg. Die ist halt auch so dickblattiger eigentlich und die kommt jetzt aber auch Gott sei Dank wieder, seitdem ich meine regelmäßige Gießroutine drin habe und seitdem ich sie dünge. Sie hatte tatsächlich nur noch ein Blatt oben dran und ich habe gedacht, nein, komm, du versuchst die doch wieder aufzupäppeln. Und ich bin froh, dass ich sie behalten habe und nicht weggeschmissen habe, weil ich hatte sie eine Zeit lang einfach an einer Stelle stehen, wo ich nicht dran gedacht habe, dass ich da auch noch eine Pflanze habe. Und dann hat es natürlich auch nichts genützt, dass sie jetzt irgendwie so dickblattig ist oder sowas. Dann ist sie mit der Zeit natürlich einfach ziemlich eingegangen, aber ja, ihr könnt auch Pflanzen retten und euch nicht immer direkt dazu entscheiden, sie wegzuschmeißen. Ja, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, eure Pflanzen demnächst grün und nicht mehr knusprig werden zu lassen, so wie bei mir früher. Und wenn ihr gießt, dann gießt auf jeden Fall immer lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Weil wenn ihr einmal zu viel im Topf habt und keinen Untertopf drin habt, dann ist die Pflanze verloren, es sei denn, ihr topft sie wirklich um. Untertöpfe drin lassen. Wenn ihr so umtopfen müsst, besorgt euch erst größere Untertöpfe und einen Übertopf. Dann könnt ihr, wenn ihr wirklich mal übergossen habt, einfach den Untertopf rausnehmen, aus dem Übertopf das überschüssige Wasser rausgießen und fertig. Was ich manchmal mache, ist, dass ich meine Pflanzen, wenn es warm ist, ich habe sie hier letztens ein bisschen übergossen und dann habe ich sie einfach nur mit dem Untertopf auf dem Balkon in die Sonne gestellt, damit sie ein bisschen besser abtrocknen kann. Auch das könnt ihr machen, wenn ihr die Pflanzen vielleicht mal irgendwie übergossen habt. Viele Pflanzen zeigen es euch aber auch, wenn sie Durst haben. Also testet euch einfach ein bisschen langsam ran. Vor allen Dingen, wenn ihr solche Pflanzen habt, wird nicht schnell etwas passieren. Fühlt wirklich in die Erde rein. Wenn sie sich wirklich richtig trocken anfühlt, dann könnt ihr wieder gießen. Und wenn sie sich noch nass anfühlt, dann gießt bitte nicht. Macht euch einfach eine Gießroutine. Einmal die Woche, ein fester Tag. Macht euch einen Kalendereintrag mit einer Erinnerung, dass ihr ein Pop-up auf eurem Handy bekommt. Und macht das Pop-up erst weg, also diese Benachrichtigung, diese Leiste, erst weg, wenn ihr sie gegossen habt und dann tragt es auch in diesen Kalendereintrag einfach ein. Fühlt beim Rumgehen, wenn ihr gießt, ob noch eine Pflanze nass ist. Wenn die Pflanze nass ist, dann habt ihr also in der Vorwoche wahrscheinlich zu viel gegossen, dann lasst ihr sie einfach einmal aus. Ja, das sind so meine Tipps und Tricks, die ich euch erzählen kann zum Thema Pflanzen. Es gibt dann einfach manche Pflanzen, die stehen gerne heller. Es gibt auch Pflanzen, die mögen es nicht so in der prallen Sonne zu stehen. Testet euch einfach mal so ein bisschen an. Und auch wenn ihr so ein Sorgenkind habt wie ich da hinten, wo ich ein Jahr lang erstmal die Plätze gewechselt habe und so. Irgendwann hat es einfach geklappt und jetzt fühlt sie sich einfach total wohl. Und ja, bleibt einfach dran, glaubt an euch, ihr schafft das. Denn Pflanzen in einer Wohnung sind einfach unglaublich gemütlich. Und wenn ich so an meinem Schreibtisch in meinem Homeoffice sitze und dann diese schöne Pflanzenpracht sehe, dann macht das Arbeiten auch einfach viel mehr Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Drückt den Abonnieren-Button, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wie gesagt, verlinke ich euch hier oben auf jeden Fall nochmal mein letztes Video, in dem ich mein Ordnungssystem ein bisschen verändert habe. Und ich verlinke euch auch noch das Thema Slow Living, falls ihr euch damit weiter auseinandersetzen möchtet oder wissen möchtet, was ist Slow Living, dann verlinke ich euch das einfach mal und da erzähle ich euch, wie ich zum Slow Living gekommen bin. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch so für Tipps habt zum Thema Pflanzeneinkauf, zum Thema Pflanzgießroutine, ja, oder zum Thema Düngen oder sowas. Wie macht ihr das? Was habt ihr da irgendwie für Erfahrungen? Ich bin gespannt, von euch zu lesen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.